Sie, da drüben, wo Sie Frau Rüssel sein. Wenn Sie jetzt da eindringen wollen, dann kann ich Ihnen nur sagen, mit der ist nicht gut Kirschen essen. Gasmann! Ja, bitte? Ja, sind Sie... Jetzt hör mal auf, ich weiß schon. Ich bin der Meister Eder, Schreinermeister Eder. Sie waren doch vorhin gerade in meiner Werkstatt. Ich? Bei Ihnen? Ja, ja, ich habe sie nämlich gesehen und meine Hausmeisterin, die hat sie auch gesehen und ich habe da was mit Ihnen zu bereden. Ich denke, Sie kommen wegen einem Tisch. Sie halten Sie sich da raus. Der Frau Rüsselmeier ist es sicher nicht angenehm, wenn wir uns über die Sache da heraus unterhalten, dass das ganze Haus hören kann. Ich sage nämlich nur die goldene Uhr im Küchenschrank. Wenn Sie wissen, was ich meine. Oh, ja. Ach, Sie kommen wegen der Uhr. Kommen Sie doch bitte rein. Bester. Er ist ein Uhrmacher, Mama. Was? Ein Stürmer Uhrmacher? Oh. Schauen Sie, ich bin ja ein gutmütiger Mensch. Ich will ja nichts weiter, als wenn wir eine Uhr wieder haben. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Na, fangen Sie nicht an zu leugnen, es hat keinen Sinn. Sie sind gesehen worden, die Hausmeisterin hat Sie gesehen, dann hat Sie noch jemand gesehen. Was soll ich denn leugnen hier? Sie soll mir meine Uhr wiedergeben, es ist nämlich eine besondere Uhr. Also, Pumuckl, bitteschön, zeig ihr, was los ist. Nein, nicht schon wieder, nein, ich gebe Ihnen die Uhr. Ach. Ja, eben. Ich kann ja mit der Herrenuhr gar nichts anfangen. Ich tut mir leid. Braucht Ihnen ich mach's leid, nie wieder. Jetzt bitte zeigen Sie mich nicht an. Ich verspreche Ihnen, jetzt ich mach's auch nie Ordnung. Wieder. Aber geben's Obacht. Lassen Sie sich seine Lehre sein. Ein anderer geht mit Ihnen zur Polizei. Nein. Also, es ist eine Ruhe. Pumuckl, hör auf, es ist erledigt. Wir haben die Uhr wieder. Komm, gehen wir. So, jetzt komm rein. So. Oh, das hätten wir geschafft, gell? Oh, bin ich ein großer Detektiv. Ja. Ich würde sagen, wir machen die Schreinerei zu und machen ein Detektivbüro auf oder irgend sowas hier zum Beispiel für gestohlene Uhren. Da können wir nicht davon leben. Oh, doch. Das war sehr elegant, wie wir das hier gemacht haben. So, jetzt habe ich meine Uhr wieder. Und wie? Ja, geht auch. Sehr schön, sehr schön. Aber das eine kann ich da sagen, die Uhr kommt mir jetzt nicht mehr aus dem Haus, da bin ich eisern. Und nur wenn ich fortgehe, dann ziehe ich sie. Da bist du eisig. Eisern bin ich da. Aha. So, pass auf, und das merkst du jetzt. Du machst nie mehr die Tür auf, wenn ich nicht daheim bin. Ist das klar? Auch dann nicht, wenn der echte Gasmann kommt. Auch dann nicht. Aber ich kenne doch jetzt den echten Gasmann. Das ist mir egal, du lässt zu. Wenn ich nicht da bin, bleibt die Türe zu.